Hallo und herzlich willkommen zurück zu Doom. Und wir gehen direkt rein. Spiel fortsetzen. Der Helixstein befindet sich in Olivias Privatlabor. Nur wenige haben ihn je gesehen. Aber wenn du nicht grundlos zu uns gekommen bist, kannst du vielleicht etwas erkennen, was wir übersehen haben. Machen wir mal das hier. Ja. Jetzt machen wir das hier und das hier. Geht nicht, gut. So. Die bleiben da. Dann haben wir hier noch vier. Machen wir doch mal das da. Es ist kein Zufall, dass wir ihn gefunden haben. Die Dämonen haben seine Rückkehr vorausgesetzt. Wenn er aufwacht, könnte er die ganze Mission gefährden. Er ist aber kein Heil mehr. Da ist kein Heil mehr. Da hat jemand Scheiße gebaut. Da hat jemand Scheiße gebaut! An alle Lazarus-Mitarbeiter. Es wird eine offene Diskussion geben, um Fragen und Bedenken wegen der Verwendung von Dämonen als Waffe auszuräumen. Melden Sie sich um 1400 Uhr in der Kapelle. Bitte speichern Sie zuvor Ihren Arbeitsfortschritt. Ist doch eklig, das macht man doch nicht. Dämonenpräsenz gefährlich. Abregelung abgeschlossen. Nicht getroffen, den dahinter, ist ja wohl eine Frechheit.
Ah! Daneben. Daneben. Okay. Es werden derzeit Freiwillige für das aufregende Revenant-Forschungsprogramm gesucht. Schöpfen Sie Ihr Potenzial aus. Erleben Sie Neues. Und lassen Sie menschliche Einschränkungen hinter sich. Jessica aus der Personalabteilung kann Ihnen sagen, ob Sie in Frage kommen. Mitarbeitern ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Olivia hat die Höllenwelle irgendwo in der Anlage aktiviert. Ich hatte gehofft, sie könnte sich von ihrem Einfluss befreien. Aber ich habe mich getäuscht. Sie war schwächer, als ich dachte. So, was nehmen wir denn da? Gott.
mal gerade geguckt, ob da nicht noch was war. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abgeklärt, abgeschlossen. Hahaha, Sackgasse. Kleine Fotze. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Thank you.
Abregelung aufgehoben. Kadunase Megnon, Krios Eligma, Emata de Lac, Creon Hi, Olende Venu. Gesundheit. So. Dürfen, dass dieser Ort entdeckt wird. Du hast versagt. Das war nicht ich, sondern Samuel. Er hat sie zu seinem Grab geführt. Bitte, wir schaffen es. Versprochen, das Tor wird wie geplant geöffnet. Was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Wir nehmen die Rüstung. Das nehmen wir. Manuelle Sicherheit aktiviert. Alle Terminals verfügbar. Der Schmelztiegel. Danach hat sie gesucht. Vega, hast du den Ort? Ja, er befindet sich in einer unbekannten Region im Reich des Titanen. Aber für ein Portal muss ein weiterer Argent-Akkumulator bersten. Der einzige Akkumulator in diesem Sektor befindet sich in Exemplar CD587. Du musst ihn entfernen. Sobald du den Akkumulator entfernt hast, wird er instabil. Dadurch sollte ein Riss entstehen, der dich in ihre Welt bringen kann. Mit dem Kettensystem, das ich in deinem Anzug hochgeladen habe, können wir deinen Ankunftsort bestimmen. Du musst den Schmelztiegel bergen. Ohne ihn können wir den Brunnen nicht versiegeln, um das Höllenportal hier auf dem Mars zu schließen. Ja. Wir sind hier. Abwicklung abgeschlossen.
Ach, komm on. Mal diese Besessenen. Okay. Ein bisschen eklig, ne? Laserus-Welle voll aufgeladen, bereit für Aktivierung. Diese Höllenwelle wird das Schicksal der Menschheit verändern. Und heute leisten wir unseren Beitrag. Sie sind unsere Erlösung. Ich habe dich genau darum aus dem Grab im Kettinger Heiligtum geholt. Ich wusste, sie ist schwach und unsere Arbeit birgt gewisse Risiken. Ich habe dich befreit, um diese Risiken zu minimieren. Ich wusste, dass du der Einzige bist, der sie im Zweifel aufhalten kann. Soll ich mich jetzt geehrt fühlen? Thank you.
Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Wenn ich das noch einmal höre. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Wo muss ich denn jetzt hin? Dahin. Reißt den Archon-Akkumulator raus, der den Cyberdämon mit Energie versorgt. Durch die Destabilisierung des Kerns entsteht ein Riss, der dich zurück in die Hölle bringt. Sobald du den Schmelztiegel hast, holen wir dich zurück.
Oh Gott, wir werden alle sterben. Ach, verflucht. Mein Statement gesetzt hier. Und mit diesem Tod gehen wir dann aus dieser Folge raus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn nicht, spielt es selber. Ansonsten bis dahin, arrivederci und schön mit Ö. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.